Willkommen zu Star Citizen und den Gentleman News. In dieser Woche hat uns die Alien Week endlich erreicht und wir haben Neues von der Barnum Merchantman erfahren. Allerdings gab es keine Überraschungen oder neue Schiffe zur Alien Week, allerdings drei Warbond-Angebote, allerdings im eher hochpreisigen Segment. Diese können wir euch neben den Harmony Pains für die Nox, die Barnum Defender, die Prowler und die Talon empfehlen. Richtig interessant wurde es allerdings im Inside the Merchantman. Denn hierbei haben wir einen Rundgang rund um die Barnum Merchantman in der aktuellen Greybox-Phase gesehen. Und diese ist nicht nur von außen beeindruckend, aber dazu gleich mehr. Im Außenbereich gab es vor allem Änderungen an den Flügeln. Diese klappen nicht mehr nach oben bzw. nach außen, sondern fahren direkt aus dem Flügel in einer Animation aus und ein. Unserer Meinung nach keine Verschlechterung. Ansonsten ist anzumerken, dass die Merchantman von außen für die Greybox-Phase schon reichliche Details und sehr vielfältig erscheint. Hierbei wurden mehrfach Verbindungen zur Barnum Defender und der optischen Opulenz der Außenhaut gezogen. Hier ist im äußeren Bereich das Design schon weit fortgeschritten und teilweise sind schon Animationen verfügbar. Allerdings waren bisher nur die Flügelanimation sowie das Ausfahren der Frontwaffen zu sehen. Die Landefahrwerk-Animation oder gar die Animation des großen oberen Geschützturms war noch nicht zu sehen. Spannender wurde es hingegen im Innenbereich. Dieser ist zwar bei weitem noch nicht im Zustand des Außenbereichs, aber allerdings ebenfalls in der Greybox-Phase und es wird weiterhin direkt daran gearbeitet. Allerdings wurde angemerkt, dass die Barnum Merchantman noch einen längeren Entwicklungsweg vor sich hat, also nicht demnächst erscheinen wird. Zudem hat sie ein Preisupdate auf 600 US-Dollar erhalten, also 50 Dollar mehr als beim letzten Sale. Und der aufgerufene Preis wird vermutlich noch deutlich ansteigen, nach dem, was wir bereits sehen konnten. Nachdem die Banu keinen Captain oder eine Führerstruktur haben, haben wir auch keine Captain-Station, sondern wie hier den Pilotensitz, welcher durch eine Gian-Technologie nach oben befördert wird, um eine möglichst gute Sicht zu garantieren. Allgemein finden sich verschiedene Gian-Elemente, vor allem im Bereich der Schwebe- und Hebetechnik. Ebenfalls im Bereich der Brücke finden wir unterschiedliche Stauräume sowie Zugänge zu Remote-Türmen. Und hier wurde angemerkt, dass noch Platz sozusagen zur Verfügung stand und weitere Staufächer und Staumöglichkeiten für andere Crewmitglieder in diesem Bereich gegeben wurden. Ein besonderes Highlight ist hingegen der Weg zum Turm, welcher sich nach oben hin ausfahren lässt. Dieser ist mit 2x Size 5 Waffen deutlich stärker als die restlichen Verteidigungstürme der Barnum Merchantman und nimmt einen Hauptbereich der Verteidigung ein. Zudem besitzt die Merchantman natürlich noch die 2x Size 8 Waffen in der Front. Allerdings können sich Ausrüstungswerte wie Waffengrößen noch deutlich ändern innerhalb der Entwicklung. Über den galerieartigen Steg gelangen wir letztlich zum Sitz, welcher durch die Gian-Schwebetechnologie nach oben führt, in unseren Verteidigungsturm. Der Öffnungsmechanismus, welcher den Turm letztlich in Schussposition bringt, wurde allerdings noch nicht gezeigt. Insgesamt verfügt die Barnum Merchantman aktuell über 6 verschiedene Decks, welche über verschiedene Aufzüge und Wege erreichbar sind. Allerdings sind nicht alle Bereiche für alle zugänglich, sodass die Crew einen kompletten Zugriff auf alle Bereiche hat, Gäste hingegen nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen. Die Barnum Merchantman versucht, mehreren Spezies ein Zuhause zu bieten, also neben den Menschen natürlich auch den Banu und den Gian. Und hierzu bietet sie verschiedene Bereiche an, welche nicht nur kulturell, sondern auch für die Bedürfnisse der einzelnen Spezies gedacht sind. Hier war das Designziel, dass sich die Bereiche nachvollziehbar nutzen lassen, allerdings etwas Fremdartiges bieten, also das, was man von einem Alienschiff auch erwartet. Und dies wird vor allem im Bereich der medizinischen Versorgung sichtbar, indem wir hier eine gewohnte T2 Medbay wiederfinden, also ein Bett, in dem wir respawnen können, und zusätzlich 2 einzelne Betten, in denen wir in einer Art Flüssigkeit regenerieren können. Zwar nicht respawnen, aber dennoch heilen. Unser erster Gedanke war eine Art Bagdad-Tank aus Star Wars. Zudem finden wir im rückwärtigen Bereich der Krankenstation noch eine weitere medizinische Station mit Lagerstätte und künftigen Aufgaben. Eine zentrale Rolle für die Crew spielt der Social Hub, wo wir nicht nur sitzen und uns unterhalten können, sondern gleichzeitig auch verschiedene Nahrungsquellen angeboten bekommen, je nachdem, welcher Spezies wir angehören.
Und auch in diesem Bereich wurde nochmal deutlich gemacht, dass das Design Ziel war, dass Menschen sich hier zurechtfinden, allerdings auch die deutlich größeren Banu Platz finden. So finden wir also eine Art Doppelfunktionalität in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise bei einem Sitz, wo nicht nur Menschen drauf passen. Einen Ausblick auf den Hangar bietet der nächste Bereich, welcher deutlich größer war, als wir erwartet hätten. Hier passen auf jeden Fall mehr als eine Banu Defender hinein. Vor allem durch die immense Hangarhöhe wird es spannend, was wir hier an Schiffen alles unterbringen können. Allgemein sind die Öffnungsanimationen von Toren und Türen durchaus unterschiedlich zu dem, was wir bisher kennen, machen allerdings einen sehr stimmigen und homogenen Eindruck. Und nachdem wir einige Zeit in den Crewbereichen bisher verbracht haben, gehen wir in Bereiche, die für Geschäftspartner und auch für Gäste gedacht sind. Denn das Herzstück der Merchantman ist unter anderem auch das Handels- und Shopsystem, wobei wir verschiedene Shops auf einer ganz eigenen Etage errichten können, diese durch KI oder durch Spieler betreiben lassen und hierdurch unser Geld verdienen. Zudem finden wir umfangreiche Konferenz- und Besprechungsräume wieder, die für einen erfolgreichen Vertragsabschluss natürlich inklusive sind. Im gesamten Schiff sind vor allem Rundungen das Thema der Stunde, nachdem wir hier sehr selten auf Ecken und Kanten oder eckige Strukturen stoßen. Das findet sich auch im Raumdesign wieder, wobei wir uns hier wie in einem Schneckengehäuse von einem Ring in den nächsten vorarbeiten können. Das Designkonzept wirkt zumindest in den ersten Aufnahmen durchaus passend und vermittelt den Eindruck, dass wir uns auf einem fremden und nichtmenschlichen Schiff befinden. Allerdings können wir uns auch hier deutlich wohlfühlen. Aber vom Besprechungs- und Tagungsraum kommen wir zu einem Bereich, der uns dann doch etwas beeindruckt hat. Und zwar der wirklich gigantisch wirkende Frachtraum, bei dem mutmaßlich mehrere tausend USD an Fracht in Einzelcontainern zu sehen war. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass es sich nicht um die 32 SCU-Frachtcontainer, sondern Einzel-SCU handelt. Nichtsdestotrotz ist das kathedralenartige Gefühl, zwischen der Fracht umherzulaufen, deutlich sichtbar. Letztlich gelangen wir in den Bereich für Händler, wo auch die verschiedenen Shops ein Zuhause finden. In einzelnen Parzellen können wir so verschiedene Arten von Waren anbieten oder den Handel fördern. Im mittleren Bereich sollen große Hologramme verschiedene Waren preisen oder verschiedene Shops bewerben. Und auch in diesem Bereich ist das Thema Rundungen deutlich sichtbar. Denn fast alle Ebenen sind kreisförmig angelegt. Und nachdem die Banu Merchantman in vielen Bereichen neue Maßstäbe setzt, ist fast davon auszugehen, dass sich auch der Preis dementsprechend noch entwickeln wird. Zumal wir einige Bereiche der Merchantman noch gar nicht sehen konnten. Im letzten Bereich hingegen kommen wir uns vor wie in einem großen Beduinenzelt wie in Tausend und einer Nacht. Somit bleibt es spannend, wie die Entwicklung der Merchantman weitergeht und wann wir mehr von diesem ikonischen Schiff sehen werden. Unserer Meinung nach ist es allerdings noch ein etwas längerer Weg, bis wir selbst durch die verschiedenen Rundgänge und Bereiche der Merchantman schlendern können. Allerdings machen diese Bilder Hoffnung, dass wir nicht mehr ewig auf dieses Capital-Schiff warten müssen. Spannend bleibt es weiterhin, ob die vorgesehenen Konzepte auch umgesetzt werden können und ob sich die Größe vielleicht doch noch nach oben entwickelt. Und damit kommen wir zum Ende der News diese Woche. Wir wünschen euch noch viel Spaß mit der Alien Week und wir sehen uns bald wieder. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal und sage wie immer, see you in the verse. Your heart beat racing, the taste of your sweat.